Ja, Leute, guckt euch diesen Pfannbruder an. Guckt euch an, wie dumm Mario aus der Wäsche guckt. Der fliegende Pfannbruder. Ich zeige euch heute, wie ihr das erreichen könnt. Und zwar ist es ein brandneuer Glitch, liebe Leute. Ich begrüße euch erstmal recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Und ich zeige euch heute in einem kleinen neuen Glitch-Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es gestern bei DGR gesehen. Grüße gehen raus natürlich. Verlinkt ist er in der Videobeschreibung. Ein richtig lustiger Glitch, der einen nicht viel bringt, aber ziemlich leicht ist. Und mal eine ganz andere Art, den Pfannbruder mal eins auszuwischen, indem man ihn einfach oben ins Nirvana schickt. Und zwar, wie ihr schon seht, müsst ihr dafür ins Schlemmerland. Und der Glitch ist wirklich ein bisschen tricky, denn ihr müsst euch erstmal zwei von diesen großen Rettich, Möhren, Rüben, was auch immer aus der Erde ziehen. Genau an diesem Ort, wo ich euch hier zeige. Dort oben sind ja drei. Ihr holt euch einfach zwei und müsst die immer jonglieren, weil das Ding ist, die verschwinden nach der Zeit. Es reicht aber, wenn ihr Cappy auf sie schmeißt, dann sind sie wieder resettet und verschwinden erstmal nicht. Ihr müsst auf jeden Fall die so platzieren hier, wie ich sie platziere. Seid aber gewarnt, der Pfannbruder schmeißt seine Pfanne drauf und das Ding ist kaputt und ihr müsst wieder neue holen. Deswegen platziert sie mit Bedacht, ganz vorsichtig, genau hier, ein ganz an die Wand und den einen knapp unter, aber ein bisschen hinter den Blöcken und passt erstmal auf die Stachis, macht die erstmal beiseite, kapert den Pfannbruder einmal, geht aus ihm raus, damit ihr erstmal ein bisschen Ruhe habt, um die perfekt so zu platzieren, wie ich es euch hier zeige. Und wenn ihr dann den Pfannbruder besiegt und er wieder oben auf den Blöcken spawnt, weil der spawnt dort oben immer, dann seht ihr ja so komische lila Ringe erstmal und dann, wenn er physisch wirklich spawnt in der Welt, gebt ihr ihn einfach einen Schlag mit Cappy auf die erste Rübe rauf und wenn er von der ersten Rübe abbounced und dann gegen die zweite bounced, dann habt ihr es geschafft, Leute. Dann seht ihr, wie hier bei mir fliegt einfach der Pfannbruder, beziehungsweise der Hammerbruder ist das ja eigentlich, fliegt einfach in die Luft und ich habe mal geguckt, verschwindet er vielleicht irgendwann, fällt er irgendwann runter, weil er ist bei mir auch gegen die Wand dort gekommen und ist auch am Berg später an der Wand, aber nein, Leute, nichts kann ihn aufhalten vom Fliegen, nichts und niemand, er fliegt einfach in den Himmel hinaus und ich habe mal geguckt, kann ich da vielleicht ein bisschen hinterher springen, ihr seht es hier, ich bin oben auf dem Pökelplateau, guck ihn hinterher und ihr seht es hier einfach, wie er ganz gediegen, ganz entspannt in die Ferne gleitet. Ein wirklich lustiger Glitch, der wirklich leicht ist und ich bin echt ein bisschen erstaunt, dass er so spät gefunden wurde. Mal gucken, vielleicht kommen noch so eine lustigen Glitches mit den Fun-Brüdern raus. Allgemein mit den Fun-Brüdern kann man ja auch durch die Wand. Mit den Fire Bros auch irgendwie. Gibt es ja diese Glitches da im Wooden Kingdom, was ich euch gezeigt habe mit dem Fliegen. Ziemlich lustig, Leute. Bleibt dran. Nächstes Video gibt es ein richtig geiles Gewinnspiel. Und zwar ein Nintendo 2DS XL werde ich verlosen. Ganz frischen, knackigen neuen. Ich habe ihn schon bestellt. Er kommt bald an. Und dann werde ich euch erklären, genau wie das Gewinnspiel funktioniert. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video wieder ein. Am besten aktiviert ihr die Glocke. Dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich habe schon was Cooles geplant fürs nächste Video. Ich wünsche euch natürlich erstmal einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.